Marvin läuft zu Fuß, willst du mich verarschen? Ich habe doch gesagt, ich habe davor einen Unfall gebaut. Ja, aber dann respawn. Du kannst doch nicht zu Fuß da durchlaufen, bist du behindert? Marvin, respawn, ich sag dir Marvin. Und dann mich vor dem Punkt wegschießen? Sag doch, Marvin ist der Schummler. Ey, ich will da mit dem, ich bin nicht damit aufregt. Das hat er davon, der Junge. Hallo, seid ihr willkommen hier zu einem weiteren Teil GTA Online Action. Heute erwartet euch der Chilliard Tourist Trial mit vielen Loopings, Jumps etc. Aber ich bin nicht allein unterwegs, sondern mit dem Abosa und Deko. Hallihallo! Mount Chilliard, es wird wieder bergig. Ich hasse Rennen auf dem Mount Chilliard, ey. Ja, ich spawne unter dem Kanister. Wo bist du denn? Hallo, Kev? Hallo! Lol. Wo ist er denn? Ich bin unter diesem Kanister auf dem Feld. Aber die sind alle einzeln, kann das sein? Ich bin der Einzige, der hier oben ist. Ne, ich bin auch da. Lol, ich kann hier nicht hochfahren, ich muss respawnen. For real, das hatte wirklich? Ich aber letztens Spider-Map auch schon. Wow! Ist das gemein? Wow! Oh! Ist das gemein? Nein! Ich bin runtergefallen! Ihr habt es nicht geschafft! Die Letzten werden die Ersten sein und jetzt ist Steady mit... Oh, lol, ich hab's nicht geschafft. Ach, fuck, hier ist schon die Rampe. Nein, man muss alles gleichzeitig schaffen. Bam, easy. Ey, verarsch mich nicht, du musst alles gleichzeitig starten zum nächsten Wegpunkt. Das wird übelst hart. Oh, 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 oh. Das wird übelst hart, Leute. Übelst hart, wer ist dieser übelst hart? Warum? Muss man echt alles schaffen? Du musst alles schaffen, wie sagt ihr das? Lol. Oh, oh. Oh, crazy, Swayze. Ey, wo, bitte! Nein, bleiben Sie stehen! Ich hole lieber Anschwung bei dem Wall. Du musst hier hin! Alter, ist das crazy! Ich bin jetzt gelandet, aber. Nein! Ich weiß nicht, ob ich richtig bin! Nein! Es ist. Jawohl, ich habe es, Mann! Wer ist dieser Mob-Boss? Er ist einfach richtig Alter. Cooler Typ! Ich glaub das nicht! Hast du es nicht hinbekommen? Ich hab's nicht geschafft, auf den Wallride drauf zu fahren! Obwohl das mit Sicherheit die einfachste Stelle ist. Wow! Es war nicht leicht, aber schwer auch nicht. So, kommen Sie. Oh, ich fliege zu weit. Müssen wir in den Punkt springen nach dem Wallride? Nee, da kannst du so reinfahren. Ich meine, okay. für uns, drauf. Von Alright. uns aus. Und wir fahren nicht nach oben, denn wir haben ganze 2 Runden. Was? Wohin soll ich denn fahren? Muss ich da drauf landen in den Punkt? Singer, ich hab... Ach! Ey, deswegen hasse ich Mount Chilliard einfach dieses Gelände. Geländescheiße mit dem T20, ey, das ist so ekelhaft. Das ist richtig schwänz. Ey, Deko, ich bin exakt hinter dir, ne? Du bist von mir noch eingeholt. Wie kriegt euch da mal Papa Bossa? Ey, wir haben eines gelernt, Marvin, vom letzten Jahr. Der zweite und dritte sollten sich niemals bekriegen. Wer hat das gesagt? Das hast du gesagt. Konfuzius oder wer? Muss ein richtig weiser Mann gewesen sein. Ey, das ist so Ey, Käse, hallo, diese Bergfahrt. Ich mache gar nichts. Ich fahr extra an ihm vorbei. Nein, ne? Ey, der hat... Er wirft die Haftung. Das Ding ist, weißt du, die letzte Map mit diesem Spiral-Dingbums-Teil da allem? Ja, ich hab dir nichts getan. Wo du mir, ich Zweiter, du Dritter und du mir die Reifen zerschossen hast? Ey, Leute, ganz ehrlich. Ich hab dir nichts getan. Der T20... Du hast mir komplett Reifen zerstört. Hallo, beruhig dich doch mal. Der T20 wurde hundertprozentig... ein bisschen schneller gemacht, das ist nicht mehr normal. Ey, der getunte T20 hat seitdem mit dem mal gefahren, dass es Swayze wieder fährt. Also die haben auch irgendwas an den Standardwerten gedreht oder geschraubt. Der ist verrückt, oder? Mhm. So krass hatte ich den nicht in Erinnerung. Nein. Oh yeah. Ich hasse diese Auffahrt, ich mach's jedes Mal falsch. So, Papa Bär ist wieder hoch. Nein. Bremsen kann. Nein, fahren Sie hoch. What? Der T20 hat ist die Power. Ist das denn ernst? Ey, unglaublich! Nein! Shit, ich muss respawnen. Ich hab's auf dem Band. Wegspringt. Papa macht jetzt! Nee, Marvin, wir müssen wieder sogar! Und ab geht die Luzi! Hier landen und dann die Spirale! Also, ich finde, man hätte hier noch irgendwie einen Parcours nach oben machen können und nicht einfach nur. Und. Hab ich dir geholfen, Deko? Wallride! Schon so ein bisschen. Ich glaub schon. Ey, wir sind gleich endlich wieder oben. Boah, das gibt's doch nicht.
Ich hasse und jetzt aber! Mount Chiliad! Direkt reinspringen! Ah! Marvin's geschafft! Ey, der hatte so einen krassen Vorsprung, ne? Wenn wir gewesen hätten wir gesagt, wir müssten in den Punkt, der unten auf dem Berg ist, nach dem Void reinspringen, ne? Also wir müssen. Nein! Nein! Oh. Na, jetzt okay, und weiter geht's. Runde 2. Das kann nicht wahr sein! Ich rutsche den Berg hier runter auf den Rücken! Yes, sehr, sehr gut. Avi verschwendet Zeit und wir. Ich glaube, ich muss. Rücken auf! Ich muss nochmal wahrscheinlich von vorne machen! Er blufft jetzt nur, er blufft jetzt nur. Nein! Ich muss da jetzt so hingehen! Komm schon! Cool. Nein! Ah, ich war fast schon wieder ausgestiegen. Oh mal. Shit, ey, ich bin verkehrt gefahren. Schneller! Der Flip hat mich rausgehauen. Ich wäre. Ich war noch einfach, sei nicht so eine Möse und fahr da. Los mit dir! Wieso? Boys. Ich bin kurz davor! Deine ganzen guten Vorsätze hast du fallen lassen bis neu hier. Endlich mal ein guter GTA-Spieler zu werden. Das war der wichtigste Pfad. Forward Jump! Oh. Oh. Ey, dieser hässliche Kanister, Alter, ich fahre immer gegen den. Danach der Spirale ist. Oh Mann! LOL, ey, verarsch mich nicht. Marvin läuft zu Fuß, willst du mich verarschen? Ich habe doch gesagt, ich hab davor einen Unfall gebaut. Ja, aber dann respawn. Du kannst doch nicht zu Fuß da durchlaufen, bist du behindert? Marvin, respawn, ich sag dir Marvin. Und dann mich vor dem Punkt wegschießen? Sag doch, Marvin ist der Schummler. Alter, ey, ich bin da mit dem. Ich bin. Mich damit aufregt. Das hat er davon, der Junge. Ja, Marvin, aber wieso schummelst du so? Ich hab nicht geschummelt. Du hast ja. Du bist zu Fuß reingelaufen. Ich hab doch gesagt, den Warrant habe ich ja geschafft. Bloß ja, ist doch Latte, du bist zu Fuß in den Punkt gelaufen. Verkackt ist verkackt. Verkackt ist verkackt. Verkackt ist nicht verkackt. Wenn du beim Asian Parcours mit dem Motorrad beim nächsten Punkt landest, ohne Motorrad, dann musst du auch respawnen. Ja. Ja, aber Motorrad landet nicht auf dem Rücken. Ja, aber du kannst auch drehen, wenn du anhältst. Das ist doch gerade die Schwierigkeit am Auto. Ja, daneben war ein Baum. Dann ja, hast dann. Du, ey, und dann komm ich mit dem Auto angeflogen da und er schießt ja. mich. Ja, du warst eben so frech, ne? Du warst ziemlich frech. Oder hast also du schon dann mal. Muss ich echt sagen, Marvin, da. Ja, nächstes Mal geht das nicht mehr durch. Das war hast jetzt du hier, schon mal ein. Weißt du nicht falsche Schule, ein grausames falsche Kind gesehen, was vom Weihnachtsmann beschenkt wird? Ich nicht. Was für ein grausames Kind, Alter. Was willst du eigentlich? Von wem redest du? Von Samara? Ich glaube, Samara hat sogar was zu Weihnachten gekriegt. Hat's denn der Deko jetzt geschafft oder nicht? Nein. Ach, der Deko ist wieder stumm. Mit dir halt die Schnauze. Ich hab ihn zum Schweigen gebracht. Das ist mein Zauber. Ey, Mami, aber das war echt nicht korrekt. Wieso steigst du aus, Alter? Wir sind immer respawned. Geht's Fuß und schießt mich zu Fuß vor dem Punkt ab vor allem. Also das Abschießen, Mami, da muss ich sagen, Hut ab. Also das ist mein größter Respekt. Aber dass wir zu Fuß laufen ins Punkt rein, das geht nicht. Das haben wir bei den Asian Maps eigentlich damals geklärt. Aber das ist keine Level Asian Map. Ja, und das ist das Problem. Du hast sogar hier geschummelt bei einer Nicht-Asian. Das ist ja halb so schlimm. Also, wir halten fest, nächstes Jahr, wenn wir uns noch daran erinnern, war wie ein Weihnachtsgeschenk weniger. Was? Ein Weihnachtsgeschenk weniger. Gar keine Weihnachtsgeschenke. Nein, eins weniger. Den Rest kriegt er noch, weil er dich getötet hat. Ein Weihnachtsgeschenk kann er eine Ladung von mir haben, Alter. Oh ja. Die hat er doch dieses Jahr schon gekriegt. Ja, hat er auch. Das Getrolle kommt eindeutig zu kurz hier. Marvin, wo bist du denn überhaupt schon? Der ist schon durch. Ich bin schon. Aber Marvin, durch. Und dein legendärer Troll wird dazu führen, dass Deko die Map nicht beendet. Komm schon! Jetzt darf ich nicht verkacken! Das ist zu witzig gerade. Dann wird Deko zum Eunuchen. Schweigegelübde. Und du bist auch drin? Nein, du bist drüber! Nein! Bleiben Sie hier! Ey, ja. Ganz im Ernst, das war sowas von unnormal dreckig. Das gebe ich sogar zu, es war nicht ganz. Ich würde ja gerne nochmal von hier eine Rakete werfen, ne? Aber es sind einfach. Ich denke mal, der Deko hat auch schon mal in letzter Zeit so ein paar Sachen gemacht. Darf ich mich jetzt einfach mal revanchieren? Deko, es tut mir leid, ich wollte mit der Rakete dich am Ziel abfangen, aber wir sind am Ziel gelaufen. Ah, ja, Leute. Er könnte es noch schaffen. Na, er schafft es noch, problemlos. Das ist nicht falsch. Es sei denn, er verkackt jetzt hart. Der Druck mit ihm zu groß. Nein, easy. Easy. Und? Easy. Nein. Er schafft es nicht.
Oh mein Gott, nie beendet, ey, es tut mir ein bisschen im Herzen weh. Ey, das war so gut, dieser Stunt ist so hartschaft dran vorbei. Leute, wir sehen uns in einer Sekunde bei der zweiten Map, also bis gleich, tschüss. Bis gleich. So ihr Lieben, wir sind am Start mit der zweiten Map mit einem Crazy Mega Race 5 Sterne. Huja, und da ist ein kleiner Spoiler, es gibt einen Trichter. Es gibt einen Trichter, was ist ein Trichter? Nobody knows, der Trichter. Marvin, soll ich die Statistik sagen, der Gewinner? Die Statistik ist zurzeit insgesamt overall 3 Siege Kev, 3 Siege Marvin, 0 Siege Deko. Ich glaube Deko, er bleibt extra hinten, das war mir klar. Deko. Junge Sandwich. Alter, aber der Junge will glaube ich jetzt nur noch auf mich gehen. Oh, oh. Nein! LOL. Ey, wie knapp das war! Das Ding ist einfach, Deko wird einfach auf jeder Map am meisten getrollt. Nein, Deko wird eine richtige Aufholjagd machen. Das Ding ist, heute ist nicht Dekos Tag. Ich habe mit ihm gerade ein bisschen geschnackt und Deko hat selber gesagt... Leute, ich komm nicht mal annähernd drauf, ey. Ey, was ist denn für ein scheiß Auto? Das ist gut. Hast du es geschafft, Kev? Fast. Ja, fast. Was? Irgendwer hat GTA nicht angeschaltet? Was ist du denn für eine Möse? Ja, ich wollte auch gerade Waffe rausholen. LOL! Deswegen kriegen wir auch keinen Windschatten voneinander. Doch, Windschatten kriegen wir, hatte ich nämlich schon von Deko. Ja? Ich glaube, in Anschwung hat man's. Ey, auch nicht. Ey, nein, wegen Deko! Ey, hätt's eh nicht hochgeschafft. Zum Lutscherwagen hier, ey. Hey, ich hab's geschafft, problemlos. Ohne Windschatten, ohne alles, bin drin. Yes, sir! Durch den Schlitz, super. Ja, man muss es einfach mit... Daddy hat es und im Hintergrund gehen noch neue Musik. Das gefällt mir. So, der Deko hat's auch. Jetzt müssen wir auch ein bisschen zwar easy. Oh Gott. War es jetzt eigentlich schon? Ist das das Besondere von der Map gewesen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist 5 Sterne crazy, super crazy und jetzt fahre ich nur erzählt auf der Autobahn. Oh ne, hier geht's weiter. Ach, please! Wie hässlich ist das denn hier, solche komischen Sprungdinger in der Straße? Nico, beschweren Sie sich nicht. Meistern Sie die Herausforderung. Oh, what the fuck? Es sieht gut aus zurzeit. Nico, kommen Sie hier ran! Ich wollte gerade nochmal auf die Kanister hinter mir schießen. Geht nicht. Ja, schießen, Mario, das ist echt gefailt, ne? Muss ich echt mal sagen. Kein GTA. Oh, die sind trotzdem explodiert! Ja, wenn du gegenfährst? Bin ich nicht! Wow! Alter, das war die Explosion vom Feinsten hier gerade. Okay, weiter geht's, Leute. Also, ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie weit wir sind, weil wir fahren halt nur auf der Autobahn und die hinteren... Ey, seriously, der Baum basht mich weg? Yes. That's... Digga, scheiße! Wow! Nein! Ja, bist du auch? Nee, bist du nicht. Ich bin sogar über die Leitplanke geflogen mit diesem scheiß Baum. Wohin? Des Weges? Ah! Alter, wie geht's weiter? Schon. Oh, oh lol! Was? Oh lol! Was? Das wird ein Windmill-Parcours? Was? Ab in zum Windpark geht's jetzt hier. Haha, wie geil! So, Windpark Intromegos hintern! Ey, ich verkacke hier gerade mega, ne? Also ihr könnt gut aufholen. Wenn einer von euch gut dabei ist, ist halt gut dabei. Wir sind beide knapp hintereinander. Nein! Das fuck! Ich komm einfach nicht auf die Plattform! Das gibt's doch nicht! Und jetzt kommt bestimmt wieder ein Jump! Oh shit, ihr seid da! Ihr seid schon bei mir! Vorsichtig! Vorsichtig hier! Sonst schaffen wir es nicht! Vorsichtig, sag ich! Nein! Ich hab das Ding weggerammt! Nein! Und dein Deko ist das mich verarschen! Und Deko macht das First Try und rammt mich auch noch weg nebenbei. Nämlich First Try! Bitches! Da hast du gerade so Probleme mit? Ja, weil mich die Windmühle immer weggehauen haben. Oh. Ich bin doch nicht einmal von der Windmühle weggehauen worden, ne? Nein! Nein! Oh, ich hab's! Nein. Ich hab's! Nein! Ich bin auch weggehauen. Kevo! Ey, beim letzten Sprung hat mich eine Windmühle erwischt, ne? Yes! Nein, da brauchen wir ja auch noch Speed! Yes, und Daddy hat's geschafft! Daddy hat's geschafft! Nein! Es geht weiter! Buh. Und hoppa! Söldeleng! Söldeleng! Ich hasse diesen Wagen! Wer hätte gedacht, dass es zu einem Windmill-Parcours wird? Das hätte niemand gedacht, glaube ich. Nein!
Jetzt hol mich die Windmühle weg. Na, aber normalerweise hatte ich bei den Windmühlen unnormales Pech bis jetzt. Nein. Aber okay, dieses Mal... Ey, ich schaff's nicht mal mit Fuß. Dieses Mal muss ich sagen, es war smooth. 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 Alter, richtig smooth. Was, du bist schon im Ziel? Smooth. Nein, noch nicht. Aber ich bin smooth unterwegs. What? Smooth unterwegs? Oh, es war gerade so eine Rolle, die ich gemacht habe, so eine Alligator-Rolle. Richtig smooth. Alligator-Rolle? Was ist eine Alligator-Rolle? Ich glaube, ja, so die werden bestraft für die letzte Runde. So eine Rolle 360 Grad auf sich selbst. Das ist Karma, mein Lieber. Das ist Karma. Überall. So. Der Deko, der holt sich den nächsten Punkt. Er holt sich den ersten Punkt. No, 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 no. Verkeckt. Wir werden sehen. Oh, smooth. Was für eine geile Flipper dran gemacht. Jetzt weiß ich, was du mit der Alligator-Rolle gemeint hast. Ja, jetzt hat er's. Jetzt hat er's, die Alligator-Rolle. Smooth. Ey, es kann nicht wahr sein, dass ich hier abschmiere, ne? Ey. Yes, und Daddy ist unterwegs. Und ich explodiere. Ich kann nicht respawnen. Ich muss warten, weil es kein GTA-Modus ist. Ja, yeah, und Daddy ist hinter dir. Guck dir das an. Ciao. Ey, man kann das Ding hier einfach nicht schaffen ohne Anschwung schon wieder mit dem scheiß Entity. Ich hab's geschafft. Echt? First try. Daddy ist erst auf Platz, der kommt sich noch kein Punkt. Nein, ist das böse! Ey! Oh man! Oh, weil ich so einen Speed noch hab. Da kriegt der Marvin holt mich auch ein jetzt. Alter! Deko wird das? Wieder letzter. Ey, da kriegt Deko den Hals nicht voll, halt, man verschluckt sich was. Das ist so böse. Ey, das ist aber eine richtig geile Alligator-Rolle. Das ist so böse. Oh. Kann man da so krass verkacken? Ich bin daneben gesprungen. Ja, weil der Respawn und dann neu gespawnt. Halt, wenn du da losfährst, dann bist du zu langsam. Du musst ein bisschen Anschwung holen. Das ist halt immer der Fehler, ne? Und dann überlegt man so. Versuche ich es ein, zwei Mal oder investiere ich Zeit und springe weit oder irgendwie so, je nachdem. Und ich hatte halt mega viel Speed und bin übelst. Und da ist das Ziel. Das Ding ist, ich habe ja beim ersten Mal auch mega viel Speed gehabt, aber bin zu weit links gesprungen und war dann auf der anderen Straßenseite und kam nicht rüber, weil da Leitplanke war. Oh, was ist das denn? Oh, ein Backwards? It's was ist da? GG. Was ist da? Yo. Leider Deko schon wieder nicht erster. Ich bin kurz hinter Deko. Wir fahren dann fast zeitgleich ins Ziel. Also das Ding ist, ein kleiner Tipp von mir, ihr müsst oben auf die Plattform drauf springen und dann rückwärts runterfahren. Auf und wir springen neben die Plattform. Du musst auf die Plattform und dann drauf. Nein, ich bin zu weit, oder? Nee. Marvin, du musst rückwärts runterfahren. Rückwärts runter, gerade! Ah, Deko wird Dritter! Ich glaub das nicht. Bam, 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 bam! Deko schafft es. Wie kann man so viel Pech haben, Alter? Aber Deko, du weißt, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Guck mal, er hat sogar so geschafft. Nice. Verrücktes Zeug, Leute. Wir schauen uns mal ganz kurz das Ding an. Und ich glaube, das war die zweite Map für heute, oder? Das war... Ich bin jetzt bei 20 Minuten. Oh, dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Runde GTA Online. Wenn es euch gefallen hat, smash das Däumlein oben. Und dann bis morgen. Bleibt geil und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.